Knockout, der deutsche Wrestling Talk. Wir sind wieder zurück mit der wöchentlichen Ausgabe und die Survivor Series sind Geschichte. 25 Jahre Undertaker und Sheamus ist neuer WWE World Heavyweight Champion. Ist das ein schlechter Joke oder ist das eine gute Sache? Das werde ich natürlich die drei hier in der Runde fragen. An meiner Seite sind heute Crazy Sexy Mike, Lunikita und zu meiner Rechten Ahmed Cher. Und wir feiern natürlich auch nicht nur 25 Jahre Undertaker, sondern wir haben am Wochenende auch 20 Jahre GWF gefeiert. Können wir auch ganz kurz ein klein wenig von erzählen. Aber wir kommen natürlich als allererstes zur Leserpost. Und ihr habt ja fleißig geschrieben. Erstmal danke natürlich auch dafür, dass die letzte Ausgabe wieder 2000 Mal gesehen wurde. Also schon eine ganze Menge. Und wir halten uns mal kurz bei Leserpost diese Woche. Viele lange Einträge, Dankeschön natürlich. Auch wenn wir die nicht immer ganz vorlesen können, ist es natürlich wichtig, denn gerade auch die anderen Zuschauer, die lesen das immer. Der Stadtaffe schreibt uns auf YouTube. Endlich gibt es den Talk, auf den ich gewartet habe. Cesaro ist das Thema, das mir persönlich sehr ans Herz geht. Ich verfolge seine Karriere wie schon viele etwas länger. Bereits zu Ring of Honor Zeiten begeisterte er mich mit den Swings, den Uppercuts und den UFOs. Als er bei SmackDown debütiert ist gegen Tyson Kidd, kam leider die Ernüchterung. Immer wieder wurden ihm Manager hingestellt und er konnte sich nie wirklich selber präsentieren. Am Anfang hatte er Oksana, die in einer schlechten GZSZ-Storyline mit Tabby DeLong verwickelt war. Ich lasse jetzt mal ein bisschen was aus. Dann zählt natürlich Sepp Coulter auf. Er war dann der Coulter-Guy. Und bei WrestleMania 30 kam einer meiner wenigen Markout-Momente. Cesaro wirft Big Show über das dritte Seil und wird der erste Andre the Giant Memorial Battle Royale Gewinner. Für mich persönlich der zweitbeste Moment bei WrestleMania nach Brock Lesnar. Aber das eigentliche Highlight war bei Raw danach. Er wurde zum Paul Heyman Guy. Für mich war das eine der besten Dinge, die ihnen hätten passieren können. Doch was passierte? Heyman wiederholte über Monate hinweg Mike Klein, Brock Lesnar, Conkret und so weiter, während Cesaro daneben steht und eigentlich nichts beizutragen hat. Ja, ich lasse noch ein bisschen was aus. Sein Fazit unterm Strich ist nämlich, dass Cesaro wirklich immer Manager hatte, an der Seite stand und einfach nur der Mitläufer war. Dann mit Tyson Kidd hat er ein richtiges Team zusammengebildet, hat 120% gegeben und er meint, also der Stadtaffe schreibt, ab dann ging es bergauf. Derzeit präsentiert sich Cesaro vom Gefühl her einfach nur als sich selbst. Er spielt keinen Immigranten, keinen Lover oder ähnliches. Er ist ein Arbeiter, ein Wrestler, das ist Cesaro. Es geht nicht nur den Fans so, dass sich Cesaro unterm Wert verkaufen muss. Man merkt es ja auch am Support von Rollins, Ambrose, Ziggler und so weiter, die Cesaro-Shirts in die Öffentlichkeit tragen. Oder zufällig beim Entrance an den Cesaro-Section-Schildern. Genau. 2016 wird Cesaro WWE-Champ, sagt er. Ich finde, das mit den Managern ist eigentlich eine ganz interessante Sache, oder? Ich denke auch, weil ein Manager könnte ihnen echt weiterhelfen. So, man sieht es ja auch bei Brock Lesnar, er ist ja auch nicht der große Redner, oder obwohl er ist ein Tier, er hat ja sehr viel Ausstrahlung. Aber selbst jemand wie er, der sowieso schon funktioniert, noch einen Manager an die Seite zu stellen, und dann haben wir ja gesehen, der Erfolg kommt dann von sich von alleine. Ja, wobei der Stadtaffe ja sagt, dass er die Manager eher als Problem gesehen hat. Cesaro hatte meistens Manager, wirkt halt immer so als Mitläufer. Ja, Brock Lesnar wirkt ja nicht als Mitläufer. Richtig, aber sie nie richtig genutzt haben. Hätten sie den Augenmerk mal auf ihn gegeben, anstatt jetzt auf Brock Lesnar oder jemand anderes, hätte es auch funktionieren können, bin ich der Meinung. Weil was mich bei Cesaro immer teilweise stört, ist halt, wenn wir jetzt bei Raw gucken, da hat er wieder Langfurt gemacht. Dieses abgehackte Sprechen und so, das ist klar, das kommt nicht rüber. Ja, ich unterstelle einfach mal, dass die WWE, also ich habe ihn persönlich noch nicht gefragt, ich werde es aber mal tun bei Gelegenheit, ich unterstelle, dass die WWE das gerne hätte, dass er da so abgehackt redet, damit so ein bisschen, schau mal, ich war in 26 Ländern als Wrestler, als Deutscher, und in, weiß ich nicht, sagen wir mal 25 von diesen 26 Ländern hat man immer das Bild vom Deutschen, ja, so wie Hitler redet, ja, die wussten Promos von Hitler damals. Und da, ich habe so das Gefühl, dass man das unterschwellig gerne so im Landflug drin hätte. Behaupte ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich weiß, dass du damit sagen möchtest, es ist absolut unansprechend, diese Promos, die er da im Landflug zuvor macht. Sehe ich auch so. Aber Cesaro ist ein Thema, wir können gerne noch einen weiteren Talk machen, weil wir noch lange drüber reden. Alles ist verkorkst, also was die WWE mit ihm angestellt hat. Egal, welchen Manager er zur Seite bekommen hat. Und er hat recht, Heyman ist einer der Top-Manager, die man überhaupt haben kann. Aber wenn Cesaro nicht mehr im Mittelpunkt steht, dann braucht er den auch nicht. Also kurz gesagt, alles Schrott. Ich finde aber jetzt, es hat sich eigentlich schon erledigt. Ich meine, er hat mit seiner Schulterverletzung. Ja, also er hat das Tag Team mit TJ gehabt, ja.
da waren sie im Aufblühen also gewesen, Kidd, da hat sich TJ verletzt, ja, Tyson Kidd. Und dann, jetzt aktuell, ich glaube vor 2-3 Tagen, hat er sich ja auch in der Schulter verletzt, Cesaro. Und ist natürlich damit auch raus. Er muss operiert werden, fällt 4-6 Monate aus. Also und das war's. 2016, wenn er irgendwann im Sommer zurückkommt, muss er erstmal wieder sich aufbauen. Ja. Wir sagen natürlich dann auch an dieser Stelle, Claudio, alles Gute. Solltest du uns hören oder leitet es an ihm weiter, gute Besserung. Wir sehen das auch so. Also ich habe Auszüge aus dem Interview gelesen. Er hat selber gesagt, er hat gespürt, dass er eine Menge Momentum hatte. Und dann in der Stadt, in der er als nächster gewesen wäre, war auch die Stadt, die Cesaro Section begründet hat. Da hat er hingefiebert. Das ist nicht zustande gekommen. Das ist natürlich dann wirklich hart, so eine Schulterverletzung. Und ja, alles Gute nur. Ja, von uns allen natürlich. Genau. Dann hat der liebe Torben Schätz wieder geschrieben. Der hatte ja letztes Mal Kommentar der Woche. Er hat auch eine Menge geschrieben. Ich lese mal den Anfang von ihm. Hallo liebe Knockout-Talker. Erstmal vielen Dank für den zweiten Kommentar der Woche. Titel verteidigt. Es freut mich, dass ich mit meinem Kommentar so sehr zu einer Diskussion über Storytelling angeregt habe. Hierzu nur noch einmal kurz von mir etwas zu den Sendezeiten. Ja, man hat genug Stunden. Leider habe ich allerdings den Eindruck, dass man immer noch SmackDown etwas benachteiligt. Klar, Raw ist live und ist immer noch das Flaggschiff der WWE. Trotzdem könnte man die Zeiten bei SmackDown besser füllen, gerade wenn man ja meint, dass bei Raw nicht alles reinpasst. Lieber Torben, muss ich mal direkt was dazu sagen. Also ich war ja mittlerweile auch einige Mal in den USA und das Problem ist gar nicht, dass man sagt, okay, SmackDown wird irgendwie weniger gesehen oder so, aber es gibt einfach eine Menge Menschen, die können das gar nicht sehen. Ja, also es ist nicht so wie in Deutschland, man darf sich das nicht so vorstellen, wenn man hier Kabelfernsehen hat, hat man Kabelfernsehen, dann kann man auch im Prinzip alle Sender empfangen. In den USA ist das so, ja, also dann war ich in Kalifornien und ich hätte mir gern SmackDown angeschaut in der Gegend und es gab es einfach nicht. Das gab es nicht und da war keine Möglichkeit dran zu kommen. Das ist natürlich schwierig, wenn man diese Geschichten dann erzählt und ganz viele können die einfach nicht sehen. Jetzt wird der Sendeplatz von SmackDown im nächsten Jahr verlegt, damit kann sich das natürlich ändern. Ob es dann wirklich besser funktioniert, genau. Also ich weiß nicht, auch die Verlängerung von 2-3 Stunden hat meiner Meinung nach nicht unbedingt was Positives das in den Stories gehabt. Habe ich gar nicht mitbekommen. SmackDown wurde verlängert? Nein, Raw wurde ja von 2-3 Stunden verlängert, schon vor 3 Jahren oder so. Genau, und vorher hatten wir immer so den Eindruck, okay, die Leute in der Midcard bekommen nicht so viel Aufmerksamkeit. Genau. Ich dachte mir, jetzt gehen sie auf 3 Stunden, jetzt ist es so. Aber es war eigentlich so, dass nur die Matches wurden halt ein bisschen länger. Genau. Ja, haben beide sehr interessante Sachen beigetragen. Also lest es euch gerne durch, was der Torben sonst noch so geschrieben hat oder Stadtaffe oder die ganzen anderen, die kommentiert haben. Ich würde sagen, wir geben mal beiden Kommentar der Woche, weil sie beide tolle Beiträge geschrieben haben. Also viel Glückwunsch Torben, Glückwunsch Stadtaffe. Und da habe ich natürlich auch noch was Schönes. Wir haben ja schon ein WrestleMania-Shirt, was wir verlosen. Ich habe dieses schöne SummerSlam-Shirt. Und das legen wir entweder drauf oder vielleicht kann es ja auch geteilt werden, wenn dann zwei eben sich besonders verdient gemacht haben. Wie sollen sich das Shirt teilen? Nein, es gibt ein WrestleMania-Shirt und ein SummerSlam-Shirt. Und das SummerSlam-Shirt 2015 ist sehr schön, weil das war der erste Pay-Per-View, glaube ich, über den wir auch richtig gesprochen haben beim Knockout Talk. Also hat das auch besondere Relevanz. Ist nicht mein Shirt, sondern ist eine Nummer größer. In L haben wir das nochmal. Also, ja. Außerdem. Ich kann auch natürlich das Original-Shirt von Ingo Vollenberg geben. Also, das machen wir aber mal bei einer Riesenshow, bei WrestleMania. Genau. Es sollte ein Ingo Vollenberg-Shirt vielleicht mal produziert werden für GWF. Denken wir mal drüber nach. 20 Jahre. Gut, ganz kurz, wenn Niki schon hier sitzt. Wir haben natürlich Blue Nikita, Svetlana Kalashnikova und Wesner. Genau. Und Wesner war am Wochenende anwesend, also alle drei natürlich im Talk. Niki, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, unser Special Talk rund um Frauen im Wrestling war schön, oder? Ja, es war sehr schön. Ich denke mal auch, dass wir vielleicht so einen kleinen Eindruck, ein bisschen so in den Backstage-Bereich oder halt in unserem Wrestling-Leben reingebracht haben, wie das halt ablaufen kann. Aber es muss ja nicht so sein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also tut euch das an. Ist ganz, ganz billig, glaube ich, ne? Irgendwie für 93, genau. 93, genau, das ist ja gar nicht. 93 und ihr unterstützt uns und Link zum Talk, zum Vimeo Talk unten in der Signatur, also einfach ein bisschen runterscrollen. So, jetzt haben wir zwei große Themen. Survivor Series haben alle gesehen, soweit ich das auf dem Schirm habe. Erstmal ganz kurz, 25 Jahre Undertaker. War das würdig für 25 Jahre Undertaker? Oh nein. Ah, absolut nicht. Es war...
ich weiß nicht, ich hatte viel mehr erwartet, dass da was kommt bei 25 Jahren Undertaker. Und es ist wirklich so, ich habe jetzt so einen Spruch gehört von Undertaker, oder beim Dings hat man es ja gesehen, dass man sagt, dass Undertaker vom ersten Tag, wo er kam, heiß war und heute noch immer heiß ist. Und dafür dann sowas aufzubauen für einen Typen, der immer noch nach 25 Jahren, der einzige Wrestler wahrscheinlich, der 25 Jahre heiß geblieben ist, dann sowas aufzubauen, das fand ich ein bisschen... Also bei Joko und Klaas, Zirkus Halligalli haben sie ein Special gemacht. Ja. Da kam Klaas als Undertaker rein. Und Einzugsmusik und so weiter. Also ich finde, die haben mehr Respekt gezollt als die WWE. Das war halt ich glaube, der ganze Aufbau war super. Die ganze Geschichte dahinter... Auch der Entrance, alles super, aber vom Kampf her war das leider so. Aber war das wirklich so? War das alles super? Also ich hatte zum Beispiel das Problem, die standen im Ring und man wusste immer noch nicht, wer kämpft. Ja? Also ich dachte, Bray Wyatt geht dann nochmal runter und dann kommt vielleicht doch nochmal Braun Strowman oder so. Ich meine die Story vorher, wie das aufgebaut wurde. Alles. Ja, der Anfang. Ist halt nicht anders, also der Kampf selber ganz war halt... aber da ist die Frage, wie viel können sie noch? Wie viel kann der Undertaker? Aber Undertaker hat doch gezeigt, was er kann. Also ich fand, vor 2 Monaten war das halt durchaus interessant noch mit ihm und Brock Lesnar. Aber jetzt einfach, also es hat nichts hergehalten, fand ich. Ja, es war auch schade. Irgendwie dachte man, es ist ein Survivor Series Match. Mhm. Dann doch nicht, dann ja, nein, vielleicht. Das war auch blöd, weil wenn... Bei der Survivor Series hätte es mir besser gefallen, ein richtiges Survivor Series Match zu haben, wo der Undertaker also ganz klar nochmal... Leider war ja nur ein Survivor Series Match. Ja, das ist ja sehr schade. Also ja, 2. Eins war in der Kickoff-Show noch vorher. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da ist Goldust zurückgekommen. Oh, okay, dann habe ich das überlegt. Der war ja auch bei... War auch so Raw dann. Ja, klar. Raw besprechen wir ebenso. Genau, kommen wir mal zum wichtigsten Kampf. Ja. Ich muss nämlich mal drüber lachen, weil... Als du diese Liste hier gemacht hast, habe ich gesagt, schreib doch bitte Reigns und Ambrose vorne rein. Ja. Das so, ja. Habe ich auch gesagt, ja. Genau, hat man das habe ich schon überlegt. Aber wollten wir reinschreiben und es ist wirklich traurig und fast schon lächerlich, wenn das es genauso kam. Also ich muss zugeben, also bis auf Cesaro, das war die einzigste Überraschung. Wir hatten Sheamus abgeschrieben. Aber genau, Cesaro war die einzige Überraschung, hat gegen Sheamus gewonnen. Genau. Und dieser Mann, der sehr verehrte Damen und Herren, der in der ersten Runde rausgeflogen ist, der ist jetzt neuer WWE World Heavyweight Champion. Bei Raw wurde er unterstützt durch diesen Mann, den lieben König Barrett, der ebenfalls in der ersten Runde rausgeflogen ist. Dann war ich jetzt ein bisschen irritiert, dass der liebe Bulgarier, der dann auch zurückgekommen ist bei Raw, der war ja gar nicht im Turnier drin. Was war denn da eigentlich los? War der verletzt? Er war verletzt, meines Wissens, ja, genau. Also aber ich muss euch alle eins sagen. Erstens, beide Walker, auch wenn ich Ambrose, ihr wisst, ich mag ihn nicht, weil er ein Zappelphilipp ist, aber das ist ja eine Geschmackssache. Mhm. Und nicht jeder Wrestler muss den Geschmack treffen von den anderen. Müssen wir trotzdem respektieren, dass die beiden immer eine krasse Leistung an Arbeit gebracht haben. Das sind beide Arbeitstiere. Also haben es beide schon in der Richtung verdient. Der Reigns ist okay. Ich denke, guck mal, Sheamus, der es wirklich nicht verdient hat, jetzt zurück und den Dings. Ist euch aufgefallen, dass Reigns jetzt immer mehr wieder Babyface geht dadurch? Mhm. Also, ja klar, das war der einzige, es war, er hat ihn gerettet. Dahinter ist, er rettet ihn. Ja. Aber darf ich mal kurz wieder sagen, ich möchte mal eine Sache klarstellen. Und zwar, ich, aus der ganzen Liste, die ganzen Teilnehmer, wir haben Tyler Breeze, was ich sowieso, also, brauchen wir nicht diskutieren, hat auch noch gegen Dolph Ziggler gewonnen, also, darüber möchte ich auf keinen Fall reden. Ryback, Schrott, Kalisto, Schrott, da sind ein paar Schrott-Wrestler dabei. Nee, Kalisto top, aber nein, Entschuldigung. Vom Standing her, es geht um Standing. Kalisto ist natürlich kein Heavyweight-Champ, der hat die nichts zu suchen. Er ist ein Top-Wrestler, ohne Frage. Aber von der Liste, die Heavyweights, wenn wir wirklich nur von den Heavyweights ausgehen, ist er der Schlechteste. Ist das so? Ja, na klar, also pass auf, Ryback, Sheamus, Breeze, das sind schon 3 der Schrottesten, die es so aktuell gibt. Und da wäre eigentlich nur noch lustiger gewesen, wenn Ryback irgendwie als Manager von Sheamus aufgetaucht wäre. Aber andererseits muss ich sagen, es gab auch einen Kommentar der Woche, war das sogar, glaube ich, gewesen, da hat einer gesagt, Sheamus kommt cashed ein. Der hat so ein anderes Szenario gehabt, aber da haben wir auch noch drüber geredet und haben gesagt, ja, Sheamus, lange Zeit hat er ja nicht mehr, er muss ja jetzt eincashen. Ja. Das ist egal, wer Champion gewonnen wäre, er musste kommen. Moment, nee, bis Sommer hätte er eincashen bis Sommer, können, ja, er kann ja ganzes Jahr eincashen. Ja, ist schon richtig, genau ein Jahr, ja. Aber es ist trotzdem nicht mehr lange in dem Sinne. Also, es ist natürlich lange Zeit, aber ich meine, es ist nicht lange von dem Moment, wo er ihn kriegt, bis zum Moment, wo er eincasht. Also wenn da die Spanne zu groß ist, dann haben wir es wieder vergessen, also komplett raus, dann ist er auch aus den Augen, aus dem Sinn.
Das war ja eigentlich jetzt sogar schon mal mein. Ich meine, ja. Guck mal, er verliert in der ersten Runde gegen jemanden, der in der zweiten verliert. Er hat nicht gegen den verloren, der das Turnier gewonnen hat. Er hat nicht gegen jemanden gewonnen, der ins Finale kam. Nein, nein, er hat gegen jemanden verloren, der nur, derjenige hat nur ein Match gewinnen können, und zwar gegen ihn. Und dann hat er bei den Survivor Series ja auch noch ein Match gehabt und ist auch noch ausgeschieden. Ja, also er stand ja auch nicht auf der Gewinnerseite bei den Survivor Series. Ja, okay, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Deswegen natürlich meine Frage an euch. Super Sache jetzt im Endeffekt, weil jetzt kriegt ja Roman Reigns gute Reaktion. Genau. Oder ist es ein schlechter Super, mega Job? Gut gelöst. Schlauer Schlachtzug. Ja, mega gut gelöst. Schlauer Schlachtzug. Ganz schlauer Schlachtzug. Weil ich hasse ihn wie ein Heel, okay, weil er einfach auch schlecht ist, aber er ist leider super langweilig. Also lang wird er nicht Champion bleiben, sage ich mal, naja, und er ist wir, super Wir hatten ja gesprochen, dass es ein Übergangs-Champion geben wird, genau. Wahrscheinlich. Das ist der. Aber was ich nochmal unbedingt erwähnen möchte, ist, für mich waren die Main-Events schon vorgewiesen. Der Opener und das zweite Match war für mich schon... Welches war der Opener? Muss ich auch sagen, also die beiden Turniermatches, die haben ja die Show eröffnet und ich fand die auch beide richtig stark. Ambrose gegen Owens habe ich erwartet. Ja. Der Rio hätte ich nicht erwartet, aber war Weil wir gesagt haben, dass er im letzten Jahr keinen Bock mehr hat. Das ist richtig. War ein super Kampf und die beiden Kämpfe waren für mich schon so der Highlight der Show gewesen. So. Ja, fand ich echt super. Das ist ja auch irgendwie eigentlich total witziger Zufall, ne? Dass der Rio als Champion sozusagen gegen jemanden kämpft im Halbfinale und Owens als Champion. Owens auch als Champion. Ja, das Thema hatten wir auch schon. Das war auch so eine Sache. Tatsache, ich fand es halt auch durchaus entwertend für den US-Title von Del Rio, auch von den Promos, die sie vorher gehalten haben. Bei Kevin Owens sehe ich es ein bisschen anders. Ich fand, der hat seinen IC-Title mit Stolz gezeigt. Weil sein Run aber auch besser war. Ja, er hat Titus besiegt, Neville besiegt und hat auch immer sehr stark ausgesehen in seinen Matches. Und dann naja, er hat John Cena besiegt, also. Nee, ich meine im Turnier. Achso, im Turnier selber. Ja, im Turnier. Das war einfach dann besser. Also der Rio hat gegen Kalisto fand ich ihn, ui. Das war desaströs. Ich weiß jetzt aber nicht ganz ehrlich, ob er die Maske mit Absicht irgendwie abziehen wollte, weil das war schon, ich sag's mal. Schon ab, das ist bei Mexikanern, glaube ich. Eigentlich No-Go bei Mexikanern. Genau. No-Go, totales No-Go. Jetzt eine Sache, die ich noch ansprechen muss, was mir aufgefallen ist: Triple H, Roman Reigns Gegenüberstellung. Da sehe ich WrestleMania läuten. Wer noch? Sehen wir aber WrestleMania Triple H gegen Roman Reigns jetzt? Ich hoffe es noch nicht. Ja. Ja, könnte passieren. Weil es war ja jetzt schon recht offenkundig, dass sie eigentlich Seth Rollins gegen Triple H hätten machen wollen. Genau. Jetzt müssen sie natürlich ausweichen, Roman Reigns gegen Triple H. Ist natürlich ideal. Und wenn Roman Reigns es schafft, Triple H zu besiegen, dann, also geht die WWE wahrscheinlich davon aus, spätestens dann ist er oben angekommen. Also was ich auch immer noch nicht glaube. Also es wie gesagt, Mike sagt es, der kluger Schachzug. Ich finde es ein kluger Schachzug, weil wie gesagt, davor war das halt so gewesen, wenn ich Reigns gesehen habe, es war nicht immer unbedingt jeden Kampf, den ich sehen wollte. Mhm. Aber Tatsache hat er mich jetzt gekriegt, wo ich sage, okay, ich möchte mir auch weitere Kämpfe von Reigns anschauen und sehen, wie seine Entwicklung weitergeht. So, jetzt ist er wusste jetzt natürlich auch, wie wichtig das ist, dass er jetzt abliefert, ne? Gerade im Turnier. Ich muss ja sagen, ich bin durchaus Befürworter von Sheamus. Ich mag Sheamus, wenn er in der richtigen Position drin ist. Ich weiß, da bin ich hier alleine. Du erinnerst dich gar nicht mehr an ihn, oder? Der hat irgendwann mal in England deine Tasche zurückgeschmissen. Ich habe gehört, Umkleide. Dass ich Backstage meine Tasche irgendwo auf. Ja, du warst gar nicht am Umkleide. Wir hätten übrigens Sheamus. Also der momentane Champion, ja, der hat meine Tasche runtergeschmissen. Wir hätten Sheamus. Gehört. Wir hatten Sheamus damals für Deutschland gebucht, für GSW gebucht und genau da wurde er dann weggeholt vom WWE, lustigerweise. Also was ich bei Sheamus mag, ist genau der Punkt, wie er zur WWE kam, und zwar hat er ein ganz, ganz super schlechtes Angebot bekommen, ein super schlechtes Angebot. Mhm. Drei Leute, er war einer von den dreien. Mhm. Das war so schlecht, das kann man eigentlich nicht annehmen. Mhm. Aber die Bereitschaft, die hat mir gefallen. Er hat es gesagt, er hat es gemacht, ich gehe rüber, hat er gesagt, ich mache das, ich versuche das und ich meine, vielleicht wird da was draus oder vielleicht auch nicht, aber es ist egal, ich versuch's. Ja. Das Angebot war einfach, wie gesagt, viel zu schlecht. Jemand anderes hat es wohl abgelehnt, wie ich weiß. Ja? Ja. Der Punkt ist, er hat es gemacht und guck, was draus geworden ist. Ja. Das ist ja nicht sein erster Titel. Absolut, genau. Also er hatte schon eine Menge starke Zeiten. Liebe Zuschauer, schreibt uns bitte, wie ihr Sheamus findet, in die Kommentare unten rein. Natürlich liken, teilen und so weiter. Bringt Knockout wie in die Welt, damit wir wieder so schön 2000 Views kriegen für die Ausgabe. Es würde uns sehr, sehr freuen. Dann noch ganz, ganz kurz, 20 Jahre GWF war am letzten Wochenende. Sagt mir einmal kurz, wie war's? Voll. 650 Zuschauer im Huxleys Neue Welt. Sind wir natürlich sehr stolz drauf, alle. Ja, das war voll und. Hat echt Spaß gemacht, war ein großer Erfolg, denke ich mal, jetzt in der Richtung. Und ich denke, es wird auch in der Zukunft noch voller werden und noch spektakulärer werden. Haben uns ja einiges vorgenommen jetzt 2016.
Und lass uns mal da überraschen und gucken, was da noch alles ja kommt. Ich fände es ja persönlich sehr schön. Also die Veranstaltung wird auch auf Video on Demand bei Vimeo rauskommen. Ich fände es schön, wenn wir uns am Wochenende vielleicht mal zusammensetzen würden, ein bisschen den Leuten erzählen, was ist da passiert, weil viele wünschen sich mal einen Talk über das deutsche Geschehen. Dann können wir vielleicht auch mal ein paar Ausschnitte zeigen aus der Veranstaltung. Genau. Müssen wir mal gucken, ob wir das realisiert kriegen. Ich glaube, oh ja, im Hintergrund sehe ich ja schon ein bisschen was. Na naja, gut, ja, wir sehen uns ansonsten spätestens nächste Woche wieder. Dienstag gibt es immer den regulären Talk. Und ja, wie gesagt, sprecht über Seamus. Lasst uns ein bisschen drüber sprechen, diskutieren, kommentieren, wie die nächste Zeit bei WWE wohl wird. Auf dem Weg zu TLC. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön an die drei Herrschaften an meiner Seite. Bis zum nächsten Mal bei Knockout, den deutschen Wrestling Talk. Tschüss.